Austria, is home to some of the greatest alpinists, extreme mountaineers, and skiers. By the end of the 20th century, almost every summit in the Alps had been climbed, and every steep face skied. Among these peaks are beautiful but also extremely dangerous descents. These massive ice flanks have always drawn the fascination of humans. But for those alpine experts, mountaineers, and skiers, they offer an insatiable opportunity for adventure. Beauty. The writer Ernst Förster once said, "The strongest force of beauty is its attractiveness." In 1980, young Tyroleans Much Leubrecht, Otti Zipser, and the unfortunately deceased Emil Wachtler were entranced by the beauty of the Hochpfeiler North Face. Das war ganz einfach. Wir sind halt so irgendwie, unglücklicherweise fast, könnten wir sagen, in dieses ein bisschen steilere Skifahren hineingerutscht. Und dann hat es damals ein wunderschönes Buch gegeben vom Erich Warnis. Das war so ein Urgestein des Eiskletterns. Das war damals sozusagen die Bibel des Eisgehens. Da waren die ganzen Touren drinnen mit eben Beschreibungen und so weiter. Und irgendwie ist man dann halt auf die Idee gekommen, einmal die eine oder andere von denen zu probieren. Und dass halt eine gewisse Steigerung drinnen ist. Irgendwann ist dann halt die Idee gekommen, jetzt probieren wir halt in Hochpfeiler auch. Wir waren jung und es war uns nichts blöd. Der Hochpfeiler. At 3,510 meters, is not only the highest summit of the Zillertal Alps, it is also widely considered to be one of the most beautiful north faces of the entire Alps.